Ant-Man and the Wasp Quantumania ist ein Comicbuchfilm, wie er wortwörtlich im Buche steht. Und das und andere Elemente des Films spalten mal wieder die Zuschauerschaft in Leute, die genau das sehen wollen und Leute, die damit nicht so klarkommen und eher den klassischen Film, der für sich steht und seine eigene Storyline hat, sehen möchten. Es gibt natürlich mal wieder sehr, sehr viel Kritik an diesem Film, so wie wir das von Marvel-Projekten mittlerweile gewöhnt sind. Ich möchte mich heute mal auf die positiven Sachen fokussieren. In meiner kleinen Fanboy-Review nenne ich es immer. Ich sag mal, es ist eher eine Filmbesprechung eines Fans des Franchises, Comic wie eben auch Film. Das Ganze findet ihr heute hier auf meinem Kanal. Ja, ich war eine Weile jetzt weg. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass ein paar Wochen lang keine Videos kamen. Das lag daran, dass ich ziemlich krank war mit verschiedenen Dingen, alle nacheinander. Also mich hat es richtig hart erwischt. Ich bin auch noch nicht ganz 100% durch. Aber die Videos kommen jetzt wieder regelmäßig. Und was besser als die Review zu Ant-Man and the Wasp Quantumania? Mein Name ist Luke, das hier ist Nerd Factory. Wenn ihr mich supporten wollt, dann abonniert doch jetzt diesen Kanal. Wenn ihr Marvel-Content, aber auch Star Wars beispielsweise mögt, dann in Zukunft werden jetzt dann ja in den nächsten paar Wochen auch die Mandalorian-wöchentlichen Recaps wieder starten zu den neuen Folgen. In den nächsten Tagen wird es jetzt aber ganz, ganz sehr viel sich um Quantumania, die Post-Credit-Scenes, die Inhalte und Fantheorien, wie es weitergeht, drehen. Falls ihr noch ein bisschen mehr Support da lassen wollt, dann werdet doch jetzt Patreon oder Kanalmitglied hier auf YouTube direkt, wenn ihr euch keinen eigenen Account extra bei Patreon anlegen wollt. Das hilft mir ungemein und ich kann auch mal ein paar Wochen krank sein und bin nicht direkt davon gefährdet, pleite zu gehen. Ansonsten gibt es natürlich jetzt auch unser Ziel immer noch, auf 300 Patrons zu kommen oder 300 Kanalmitglieder und dann werde ich jedes Mandalorian-Recap ab nächste Woche nur im Pedro Pascal-Outfit machen. Das heißt, mit Schnauzbart und allem. Außerdem gibt es ab dann auch ein Video im Monat für alle Supporter extra. Aber fangen wir doch einfach mal wirklich jetzt mit der eigentlichen Filmbesprechung an, wo wir das aus dem Weg geräumt haben. Ich möchte heute mal ein bisschen strategischer vorgehen und ein bisschen mehr die einzelnen verschiedenen Punkte des Filmes besprechen und nicht so durcheinander, wie ich das teilweise sonst mache. Vorweg kann ich schon sagen, ich fand den Film richtig, richtig gut. Meiner Meinung nach ist es einer der besten MCU-Filme. Ich sag nicht, es ist der zweitbeste, drittbeste oder so, sondern es zählt so zu den, sagen wir mal, Top 6, 7 MCU-Filmen, die bisher erschienen sind in diesen fast schon 15 Jahren. Und diese Einschätzung hat für mich einen ganz besonderen Grund und da fange ich direkt mal an mit der Storyline. Denn die Storyline wird von Kollegen wie Nerdkultur und anderen damit kritisiert, dass sie da endet, wo sie angefangen hat, dass keiner von den Charakteren sich angeblich wirklich weiterentwickelt hätte und dass sie nirgendwo hinführt. Und das ist präzise der Punkt, warum mir diese Storyline so gefällt. Denn das ist eine klassische Comic-Buch- Einzelhelden-Storyline. Schauen wir mal in die Comics, sehen wir bei Thor, aber auch Ant-Man, Iron Man und Co. immer wieder genau diese Sache. Du hast die großen Events, quasi Team-Up-Sachen wie Secret Invasion, Secret Wars und so weiter und so fort, Annihilation und die ganze Geschichte mit Infinity und dem Infinity War und so weiter und so fort. Und daneben laufen natürlich die ganzen einzelnen Storylines der Helden weiter. Diese Storylines nehmen in den meisten Fällen immer wieder diesen Loop. Die Charaktere sollen sich ja nicht verändern. Wir wollen ja unsere Helden behalten. Natürlich gibt es große Veränderungen immer mal wieder, auch in den Comics. Wir sehen beispielsweise bei Thor, dass dieser seinen Arm verliert, dass er nicht mehr worthy ist und so weiter und so fort. Das ist aber alles der Weg dazu, dass er im Grunde am Ende wieder dasteht, wo er am Anfang war, nur ein Abenteuer reicher ist. Mit kleinen Unterschieden, natürlich. Da kommen dann Sachen wie Mighty Thor dazu, extra Thor-Varianten, neue Waffen, Asgard wird an andere Orte gesetzt, wird zerstört, wird wieder aufgebaut und so weiter und so fort. Das passiert in den Comics alles. Warum nehme ich jetzt Thor als Beispiel? Weil das ein sehr schöner, klassischer Charakter ist, der dann doch irgendwie immer wieder zu dem Punkt zurückgefunden hat, wo er am Anfang eigentlich stand. Thor zu sein. Frische Lebensmittel sind ein wichtiger und großer Punkt in einer sehr ausgewogenen Ernährung. Doch nicht immer hat man die Muße, sich jetzt ein Gericht auszudenken. Manchmal hat man genau alles außer eine der wichtigsten Zutaten gekauft und manchmal kauft man einfach viel zu viel und muss dann am Ende irgendwas an Lebensmitteln wegwerfen. Und ich glaube, fast alle von uns kennen genau diese Probleme und rutschen dann in so einen Zyklus aus Fastfood, bestellten Essen, Tiefkühlessen, was nicht unbedingt super toll für unsere Gesundheit
Internet ist. Ein perfekter Schritt, um alle diese Probleme aus dem Weg zu räumen, ist HelloFresh. Mit HelloFresh kannst du dir bequem jede Woche per App aussuchen, welche Gerichte aus dem Angebot aus 34 verschiedenen Rezepten du haben willst und wie viele Portionen. In der Box bekommst du dann eine ganze Menge an Zutaten, aber exakt die Menge, die du brauchst und nicht mehr. Das bedeutet, du hast danach eben keine angebrochenen Lebensmittel herumstehen, mit denen du dir dann irgendwas Neues einfallen lassen musst oder die eventuell schlecht werden können. Dazu gibt es außerdem wunderbar simple Anleitungen für jedes einzelne Gericht und die Gerichte sind außerdem in einzelnen eigenen Tüten verpackt, sodass alles beieinander ist, was zusammengehört. Ich persönlich benutze HelloFresh ja jetzt schon seit einigen Jahren immer und immer wieder und habe auch jetzt natürlich wieder eine Box, mit der ich mir meine Gerichte jetzt die nächste Woche koche. Auch sehr praktisch, ihr könnt jederzeit zukünftige Boxen einfach aussetzen, wenn ihr mal keine Zeit habt oder nicht zu Hause seid. Wenn ihr HelloFresh jetzt also ausprobieren möchtet, dann könnt ihr jetzt über meinen Link in der Videobeschreibung und ganz wichtig mit dem Code NERDFACTORY insgesamt bis zu 90 Euro auf eure ersten 4 Boxen sparen. Also schlagt doch jetzt zu, probiert HelloFresh aus und supportet mich mit eurem nächsten Mahlzeiten direkt auf diesem Kanal. Jetzt auf den Link klicken und den Code NERDFACTORY beim Bestellen nutzen. Aber dieses Bild gibt es auch bei so ziemlich jedem anderen. Und genau das ist das, was in Quantumania passiert ist. Ant-Man war am Anfang des Films Ant-Man. Er hat seinen Suit, wir bekommen den gezeigt. Hope ist mit dabei, es ist Ant-Man and the Wasp. Ja, sehe ich auch ein. Müsste nicht unbedingt Ant-Man and the Wasp sein, der Film. Sie hat jetzt nicht so viel zu tun hier, aber auch das ist in den Comics gerne mal der Fall, dass eben die Nebencharaktere auch mit dabei sind, aber dann eben nicht so viel zu tun haben. Es ist immer im Maßstab der Autoren zu sagen, wie stark und wie nützlich sind die verschiedenen Figuren jetzt in ihren Einzelstories im Vergleich zu diesen Team-Up-Sachen oder eben wenn sie Nebencharaktere sind. Das ist auch eine ganz klassische Sache und ich muss zugeben, wenn Hope jetzt mehr in dieser Storyline noch Storyline gehabt hätte, also keine Ahnung, eine halbe Stunde mehr in diesem Film sich nur um Hopes Storyline gedreht hätte, hätten wir zu viele verschiedene Punkte, Elemente gleichzeitig gehabt und es hätte abgelenkt von dem eigentlichen Punkt dieses Films. Kang einzuführen. Denn ja, das ist der Punkt des Films. Und auch das ist ein Storyline-Punkt, der von vielen Leuten kritisiert wird. Dazu komme ich aber gleich nochmal genauer. Gehen wir erstmal zu dem Punkt, dass die Charaktere sich angeblich nicht weiterentwickeln. Das stimmt so nicht. Sie nehmen etwas mit. Sie haben jetzt nichts verloren. Du hast nicht diese klassische Heldenreise im Sinne von, dass er daran wächst an seinen Aufgaben, dass er seinen Lowest Point hat und da nicht mehr rauskommt. Das hast du in diesem Film natürlich nicht. Das sehe ich auch. Meiner Meinung nach muss es aber nicht in jedem Film drin sein, nur weil das das klassische Prinzip ist. Ich finde, man sieht trotzdem das Wachstum der Charaktere, was wichtig ist für die Zukunft des MCUs. Und das ist eben der wichtige Punkt. Was Leute ja immer auch wieder sagen, gerade bei Marvel-Filmen, ist, der Film muss für sich stehen, der Film muss alleine funktionieren. Nein, meiner Meinung nach nicht. MCU-Filme sind keine klassischen Filme. MCU-Filme sind neben dem Punkt, dass sie natürlich eine eigene Storyline haben und eben abgeschottet zu einem gewissen Punkt von dem Rest des großen Ganzen laufen und eine eigene Geschichte spielen und nur kleine Teile beitragen zum großen Ganzen, wobei dieser Film natürlich sehr viel beiträgt, sind MCU-Filme mehr so Puzzlestücke und einzelne Episoden, kleine quasi Nebenarme der großen ganzen Storyline. Und genau das ist das, was ich halt sehen will. Ich will sehen, wie Ant-Man ein Abenteuer besteht, aber am Ende herauskommt und sich nicht mega krass verändert hat, nicht alles verloren hat oder gestorben ist, nur weil es sein dritter Film ist. Meiner Meinung nach ist das genau das, was auch in den Comics und was Comic-Fans ja auch gewohnt sind, immer wieder da ist. Du willst Fallhöhe, aber nicht zu viel. Du willst nicht, dass dein Charakter, den du magst, Ant-Man, einfach drauf geht und alles verliert und sich komplett verändert am Ende des Films und ein ganz anderer ist. Die Entwicklung des Charakters von Scott Lang ist, dass er am Anfang des Films nicht wirklich mehr heldenhaft ist. Das ist das, was Cassie ja auch an ihm kritisiert. Er hat diese Möglichkeiten, ein Held zu sein und Leuten zu helfen, kleinen Leuten zu helfen, aber er redet nur darüber. Er redet in seinem Buch darüber, look out for the little guy, aber er macht es nicht. Er hilft nicht, während Cassie ihren Suit und ihre Möglichkeiten dazu nutzt, eben Leuten zu helfen oder zumindest zu versuchen, aber eben keinen wirklichen Mentor hat, der ihr dabei helfen kann. Und das ist Scotts Rolle unter anderem in diesem Film, Cassie zu helfen. Nicht nur Cassie zu beschützen wie in den Teilen vorher, sondern Cassie dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten und ihre Kräfte auch zu lernen, während er selbst realisiert, dass sie einen Punkt hat, wenn sie sagt,
er sollte seine Kräfte nutzen, um anderen Leuten zu helfen und nicht einfach nur darüber reden. Damit hätten wir diese beiden Charaktere eigentlich schon abgehakt. Das ist ihre Entwicklung in diesem Film. Cassie lernt eine Heldin zu sein und ihre Kräfte wirklich einzusetzen und nicht einfach nur hier und da Dinge zu schrumpfen und zu vergrößern, sondern ihren Suit wirklich zu nutzen, so wie man ihn benutzt. Und das lernt sie quasi im Einsatz mit Scott. Und Scott lernt, dass er sich auch aufopfernd hier als Held bewegen kann und muss, um eben Leuten zu helfen. Auch wenn er nicht direkt involviert in ihre Probleme ist. Wenn er da ist und helfen kann, dann sollte er es tun. Das ist, was einen Helden ausmacht. Und das lernt Scott in diesem Film. Vom Anfang des Films hat er dieses Mindset nicht. Am Ende sehr, sogar so sehr, dass er sich, obwohl er gewonnen hat, Sorgen macht und traumatisiert davon ist, was er eigentlich ausgelöst hat, indem er Kang getötet hat. Kommen wir aber zu den anderen Charakteren. Janet Van Dyne, übrigens auch The Wasp, auch ihre Story ist die Story der Wasp. Wir sehen sie ja auch ihren Anzug gerade in den Flashbacks benutzen. Der Anfang des Films ist ein sehr schöner Aufbau ihrer Storyline und dieser Film ist unter anderem eben auch eine Aufarbeitung von dem, was sie im Quantum Realm gemacht hat, denn sie hatte genau das gleiche Problem. Sie hat den Leuten geholfen. Sie hat hier eine Resistance gebildet gegen diesen Mann, den sie versehentlich an die Macht gebracht hat, weil sie von ihm hintergangen wurde, weil er ihr nicht alles erzählt hat, nicht alle Elemente seines Plans quasi offengelegt hat und sie somit hintergangen hat und sie dann ihm versehentlich seinen Anzug, der Kern seiner Macht ist, der Stuhl und der Anzug sind die wichtigsten Elemente von Kang, ansonsten ist er nur ein Typ, der sehr muskulös ist, aber er ist nur ein Typ und ihr Trauma des Quantum Realms, was sie in den 30 Jahren dort erlebt hat, zugegeben, das waren wahrscheinlich eher am Ende, sie ist schon ein bisschen älter, als er ankommt. Dieses Trauma wird hier auch verarbeitet und auch sie lernt quasi hier, dass es nicht einfach die beste Lösung ist, wegzurennen und sich einfach aus dem Staub zu machen. Hauptsache Kang ist eingesperrt und ihm wird nicht geholfen, sondern sie lernt auch, dass sie etwas tun muss, um ihre quasi Missetaten, auch wenn es nur versehentlich war, wieder gut zu machen. Und sie tut das, indem sie Scott und Cassie und Hank und Co. hilft, gegen Kang anzutreten. Sie hat am Ende des Films also ihr Trauma überwunden und ihre Dämonen besiegt und hinter sich gelassen. Auch das ist eine Charakterentwicklung. Kommen wir zu Hank. Auch Hank hat eine gewaltige Charakterentwicklung. Die Ameisen waren in den ersten zwei Ant-Man-Filmen immer mehr so der Joke. Natürlich haben sie geholfen. Natürlich haben sie unter anderem geholfen, im ersten Teil Scott aus dem Gefängnis auszubrechen. Aber sie waren trotzdem am Ende des Films immer nur eine Art Witz, ja. Du hast die verschiedenen Flugameisen, auf denen Scott gereist sind, die einfach austauschbar waren, die immer wieder gestorben sind, die quasi keine großen Hilfen für ihn waren, sondern quasi nacheinander abgeschlachtet wurden. Die Ameisen waren immer nur Teil der Jokes in den Ant-Man-Filmen. Hier hat jetzt Hank bewiesen, dass die Ameisen mit genug Zeit, 1000 Jahre Entwicklung, zu einer Typ-2-Zivilisation, also einer Zivilisation, die die Energie eines Sternes nutzen kann, die volle Energie, aufgestiegen ist. Was das bedeutet, wird uns nicht wirklich gesagt. Wir sehen nur, dass sie sehr fortschrittlich sind und dass sie auch eine eigene Kultur mehr oder weniger haben. Sie suchen ja nach Hank, sie versuchen ihn ja zu kontaktieren und so weiter und so fort. Und ich denke, das wird in Zukunft noch ein wichtiger Punkt in dieser Storyline werden des MCUs. Wir haben da verschiedene Punkte. Es gibt da Theorien, dass sie zur Annihilation Hive werden, die in den Comics ein Hive-Mind ist, was quasi dann im echten Universum zu Annihilation gehören, was nicht ganz so geil wäre. Aber es gibt auch noch andere. Es gibt zum Beispiel eine komplette insektoide Kultur im Quantum Realm in den Comics, die sehr ameisenartig, eher grashüpferartig sind, aber vielleicht kann man das hier ein bisschen umtauschen, die aber dann humanoid sind und sehr wichtig sind für eben die Storylines, die innerhalb des Quantum Realms in den Comics da spielt. Da kann ich mir auch vorstellen, dass sie noch wichtig werden, vielleicht für eine Spin-Off-Serie oder sowas in der Art. Aber ja, Hanks Storyline ist die, dass er immer recht hatte. Er hat seine Bedeutung, wie wichtig und wie intelligent Ameisen sind, hat er hier auf den Punkt gebracht und seine Geschichte wurde dadurch weitererzählt. Er ist am Ende mehr oder weniger der Anführer, der Held mit der Armee. Er ist wie Gandalf, der die Rohirrim-Reiter nach Helms Klamm bringt, nur eben mit Ameisen. Auch das ist eine Charakterentwicklung meiner Meinung nach.
Meinung nach, die nicht irgendwie von der Hand zu weisen ist. Hank Pyms ganzes Lebenswerk, die Arbeit mit Ameisen, hat sich ausgezahlt und hier zu seinem quasi Gipfel gefunden, in dem er seine Familie und das Quantum Realm an sich retten konnte vor Kang. Und ja, am Ende kommen sie wieder in der normalen Welt raus. Die normale Welt hat nicht sonderlich viel davon mitbekommen, was dort passiert ist im Quantum Realm, wenn überhaupt. Und Scott sitzt dann ganz normal mit seiner Familie am Tisch. Doch jeder von ihnen ist gewachsen, jeder von ihnen hat irgendetwas gemacht und die Dinge, die sie im Quantum Realm getan haben, haben direkten Einfluss auf das große Ganze. Die Council of Kang wird einberufen, ein unfassbar wichtiges Element in den Comics für die ganze Kang Dynasty Storyline und auch diese wird, und auch wenn es nur eine Post-Credit-Szene ist, meiner Meinung nach, das gehört zum Film dazu, auch diese Sache wird eine sehr, sehr, sehr große, einen sehr, sehr großen Domino-Effekt auf den Rest des MCUs auswirken. Das heißt, die Storyline dieses Films ist eben nicht einfach nur ein Kreis und am Ende ist nichts passiert. Die ganzen Charaktere haben alle einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Cassie macht einen Schritt in die Richtung von eben der Comic Cassie Lang, die dann zu den Young Avengers gehört und auch dort unter anderem gegen Kang the Conqueror kämpft. Also alles wichtige Elemente für die Charaktere, die in dieser Storyline fortgeführt wurden. Es ist eben nicht der Fall, dass es sich einfach nur im Kreis dreht und niemand sich weiterentwickelt. Es ist ein klassisches Abenteuer, wo natürlich die Charaktere am Ende herauskommen als nicht 100% veränderte neue Figuren, sondern als eben leicht herangewachsene, leicht entwickelte und vorangeschrittene Figuren, die aber ihre Storyline nicht beendet haben, weil ihre Storyline nicht zu Ende ist. Das ist auch ein unfassbar wichtiger Punkt. Ein Film muss für sich stehen, funktioniert hier nicht, weil der Film, die Storyline, die Geschichte ist nicht vorbei. Die Geschichte des Quantum Realms und des Kang the Conquerors im Quantum Realms, dieses einen Kangs, die ist vorbei. Wobei man auch sagen muss, dass seine Vorgeschichte ja nicht vorbei ist. Und dadurch, dass er ein Zeitreisender ist, alles, was jetzt im Quantum Realm am Ende passiert ist, heißt nicht, dass wir genau diese Kang-Version nicht nochmal sehen, bevor er in den Quantum Realm gegangen ist. Er sagt es ja selbst, er hat jede Menge Avengers getötet, er hat jede Menge Zeitlinien ausgelöscht und Zeit ist für ihn keine Sache wie für die anderen. Für ihn ist die Vergangenheit die Zukunft und das jetzt nicht unbedingt von Bedeutung. Das, was quasi jetzt in Zukunft noch kommen kann, Dinge, die in Zukunft noch passieren könnten, können immer noch diesem Kang passieren, auch wenn er technisch gesehen tot ist, aber seine Vergangenheit existiert immer noch und das, was er dort getan hat, hängt nicht mit dem Rest der Zeit wirklich zusammen. Das heißt, es kann in unserer Zukunft, kann seine Vergangenheit immer noch liegen. Aber ja, eine Figur habe ich jetzt nicht besprochen. Hope Van Dyne. Ja, Hope hat nicht wirklich viel Entwicklung gemacht. Hope hat in keinem der Ant-Man-Filme bisher wirklich viel Entwicklung durchgemacht. Und auch wenn die Schauspielerin jetzt so ein bisschen dafür campaigned hat, dass sie einen eigenen Film vielleicht bekommt, wo man ein bisschen die düstere Seite von Hope Van Dyne sieht, ist das im ganzen Großen, wie wir jetzt sie kennengelernt haben, vielleicht nicht unbedingt der sinnvollste Punkt. Sie ist die Leiterin von Pym Technology, sie nutzt Pym Particle, um die Welt zu verbessern und so weiter und so fort. Was jetzt ihre Rolle sein könnte als Hope Van Dyne im großen Ganzen in der Zukunft des MCUs, ist alles noch so ein bisschen lose. Wir können nicht wirklich viel dazu sagen. In den Comics ist die Wasp ein wichtiger Punkt innerhalb der Storyline der Avengers. Das darf man nicht von der Hand weisen. Da ist es natürlich Janet Van Dyne in den meisten Fällen. Das heißt aber nicht, dass die Wasp Hope jetzt nicht in Zukunft vielleicht noch irgendeine große Rolle spielen könnte. Sie ist aber bisher noch kein Main Character. Sie ist so ein bisschen wie War Machine, wie Rhodey. Rhodey hat auch nie wirklich viel Entwicklung durchgemacht. Klar, er hat sich dann irgendwie, ne, er hat sich krass verletzt. Das ist ein großer Teil seines Charakters. Aber alle Entwicklungen, die Rhodey durchgemacht haben, sind auch immer nur so reingesprenkelt worden über die verschiedenen Filme. Und auch sein Charakter hat sich jetzt nicht so viel weiterentwickelt in den verschiedenen Elementen an vielen Punkten, sondern eher über die Zeit Stück für Stück. Und ähnlich wird es wahrscheinlich mit Hope sein. Die Frage ist, wird Hope jemals mehr sein als And the Wasp, wird sie wirklich einen eigenen The Wasp Film oder ein eigenes Projekt bekommen, so wie Rhodey jetzt sein Armor Wars Projekt bekommt, das steht alles noch in den Sternen, ist durchaus möglich, aber again, es ist jetzt nicht ungesehen im MCU, dass Charaktere einfach nur Nebencharaktere sind und deswegen vielleicht nicht die größte Entwicklung haben. Und da möchte ich jetzt zu einem oder dem wichtigsten Part in diesem Film eigentlich kommen. Kang the Conqueror. Jonathan Majors spielt diese Figur so unfassbar gut. Jedes Mal, wenn er auf dem Screen geht, stellen sich die Haare am Arm hoch, weil wir wissen ja von der ersten Sekunde an, das ist der Bad Guy. Auch als Janet das noch nicht weiß, wissen wir, oh, trau ihm nicht, das ist der Bad Guy, der ist böse, der hat was Böses im Schilde und wir wissen das. Und dieses Wissen
ist wirklich das, was einen zermartert. Die Tatsache, wie er dargestellt wird, dass er nur einen Finger bewegt und MODOK durch die komplette Gegend schleudert und gegen die Wand presst und dass Ant-Man quasi ihm gar nicht nahe kommen kann, weil sein Anzug so unfassbar stark ist, so unfassbar mächtig ist, die Technologie, die da drin ist. Und die Technologie kennen wir aus verschiedenen anderen Sachen. Das ist unter anderem Technologie, die wir in Ultron schon gesehen haben und auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Waffen seiner Soldaten, wo ich immer noch nicht sicher bin, ob die Soldaten menschliche Soldaten sind oder ob es Androiden sind oder was das jetzt ist, die einfach nur quasi anonymisiert sind. Das ist jetzt nicht 100%. Sie wirken irgendwie wie beides. Auch hier sehen wir auf jeden Fall Technologien, die wir im MCU schon mal gesehen haben. Kleine Easter Eggs, die Waffen sehen aus wie Star-Lord's Blaster und so weiter und so fort. Und ich finde das wirklich, wirklich sehr schön gemacht. Ich finde, Kangs ganze Ausstrahlung hätte, das war so ein schmaler Grat, ähnlich wie auch bei MODOK, da komme ich auch gleich noch zu, Kang darzustellen, ohne dass er lächerlich wirkt, ist ein sehr schmaler Grat. Und ich finde, sie haben es wirklich perfekt hingekriegt, dass das Ganze, die Rüstung, das Kostüm von Kang und die ganze Attitüde, wie er auftritt, wirklich, wirklich gut dargestellt wird. Dass dieser Helm, dieses blaue Gesicht nicht zu häufig verwendet wird, aber wenn es eingesetzt wird, wirklich auch gut aussieht und nicht albern und lächerlich aussieht. Dass er wirklich mit seinen Waffen, mit seiner Technologie so umgeht, wie es jemand aus der Zukunft tun würde, jemand, der weiß, was die Zukunft ist, dass sie auch eingestreut haben, dass dieser Kang Angst vor der Sacred Timeline hat, dass er weiß, wie es endet, dass er quasi gesehen hat, wie He Who Remains den Multiversal War beenden wird und dass er Angst davor hat. Das sind die Dinge, die hier sehr, sehr interessant sind, meiner Meinung nach. Wobei ich auch nicht ausschließen würde, dass dieser Kang derjenige ist, der dann zu He Remains wurde. Denn eine Sache, die auch definitiv bestätigt wurde, da rede ich aber in einem extra Video nochmal drüber, ist, He Remains ist nicht Immortus per se, so wie ich und viele andere das immer dachten. Er ist ein eigenes Konstrukt, der zwar Elemente von Immortus hat, aber der echte Immortus ist jemand anderes. Aber ja, also Kang ist wirklich fantastisch dargestellt. Die Council of Kang am Ende hat nochmal so wirklich die Kirsche auf der Sahnehaube, auf der Kirsche auf der Sahnehaube draufgesetzt, um wirklich gerade Comic-Fans aus den Sitzen zu reißen. Ich habe gejubelt und mich so gefreut in diesem Moment zusammen mit Jamie, die auch genau wusste, was da passiert ist. Ich glaube, zusammen im Saal waren wir, glaube ich, zu viert, die verstanden haben, warum diese Post-Credit-Scene so unfassbar bedeutsam ist. Ich habe den Film natürlich ein bisschen früher sehen können mit einem Saal voller Influencern, wo ich das Gefühl hatte, dass der Großteil von meinen werten Influencer-Kollegen vielleicht nicht ganz so alles durchgeblickt haben, weil sie nicht ganz so deep drinne sind. Und damit bin ich eigentlich mit dem Kang-Part nämlich jetzt schon fertig. Das ist nämlich der nächste Schritt, den ich hier sagen will. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit Kang und vor allem der Council of Kang und sowas in einem extra Video nochmal genauer. Aber alles, was ich dazu sagen kann, dieser Kang, der Kang the Conqueror, der hier dargestellt wurde, ist wirklich fantastisch. Und da bin ich auch schon bei einem anderen, meiner Meinung nach, sehr wichtigen Part. Ich glaube, und das sehen wir auch in den Marvel-Serien in letzter Zeit immer mehr, aber auch in den Filmen, das MCU und Kevin Feige ganz speziell fokussieren sich immer und immer mehr vor allem auf Comic-Fans. Und das hat mehrere verschiedene Gründe. Das hat natürlich damit zu tun, dass durch die Marvel-Filme jetzt auch viel mehr Leute zu den Comics geraten sind. Ich sehe es ja auch immer wieder bei euch. Leute schreiben in die Kommentare, mit welchen Comics fange ich am besten an, wo kaufe ich am besten Comics. Und natürlich auch alte Fans kommen jetzt immer mehr zu Storylines, die sie kennen aus den Comics, die sie verfilmt sehen wollen. Und dieser Verfilmung dann gerecht zu werden, wir kennen das von Buchfans, ja, wenn ein Buch verfilmt wird und das ist weit weg davon, von dem, was im Film passiert oder im Buch passiert ist, dann sind die Buchfans sauer. Das ist das, was Kevin Feige jetzt natürlich verhindern will. Er will so nah wie möglich an den Comics dran sein und diese Art und Weise, Sachen zu schreiben, Stories zu erzählen und auch Dinge optisch darzustellen, funktioniert nicht unbedingt immer für den normalen Zuschauer, der damit nicht so wirklich was am Hut hat, der eben nicht diese Comic-Nostalgie oder dieses, ah, das ist aus den Comics, weil in den Comics ist das so, das mitnimmt. Und perfekte Beispiele, warum teilweise Sachen da schwierig sich übersetzen, sehen wir in diesem Film beispielsweise an Elementen der Council of Kang. Ja, einige davon sehen vielleicht ein bisschen lächerlich aus. Wir sehen es aber auch bei sowas wie MODOK beispielsweise. Ja, MODOK ist ein riesiger Kopf mit kleinen Babyarmen und kleinen Babybeinen und einem kleinen Babyarsch, der in einen Anzug gesteckt wurde, damit er überleben kann und deswegen eine ultimative Kampfmaschine wurde. In den Comics war das damals, als er eingeführt wurde, mega cool. Über die Jahre wurde das dann immer absurder und MODOK wurde hässlicher und hässlicher gemacht, damit er
bisschen gruseliger aussieht und eben nicht wie ein fliegender Babykopf. Da wir jetzt hier natürlich die Darren Cross-Storyline weitererzählt haben, was ja auch eine große Theorie am Anfang schon war, bevor überhaupt klar war, wer MODOK hier spielt, dass das eben die Storyline wurde, dass sein Kopf anders geschrumpft ist als der Rest des Körpers, war dann auch schon klar, dass er eben nicht dieses Runzelgesicht haben wird und dadurch ein wenig eigenartig aussehen wird. Wobei ich sagen muss, und ich bin wirklich überrascht davon, ich bin reingegangen mit dem Gedanken, na, die werden das Gesicht vielleicht 2-3 Mal zeigen und ansonsten die Maske zumachen, damit MODOK bleibt und eben nicht, ja, dieses Gesicht so viel zu sehen ist. Und sie haben es dann im Endeffekt doch anders gemacht. Tatsächlich ist die Maske nur 2-3 Mal kurz zu sehen und das Gesicht ist das, was man am meisten sieht. Und ich muss sagen, für das, was MODOK ist in diesem Film, sieht er wirklich gut aus. Er sieht aus wie ein riesiger Kopf, der komisch geschrumpft ist und in einen komischen Körper gestopft wurde. Das ist jetzt nicht so, dass es unglaubwürdig ist, dass das ist, was MODOK ist. Es sieht halt einfach nur albern aus und das hätte es in jeder Version von MODOK sicherlich so getan. Wenn er runzeliger gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher gewesen, das darzustellen. Es wäre dann nicht so komisch gewesen, aber dann wäre es halt nicht mehr unbedingt Darren Cross gewesen. Man hätte da irgendwas anderes machen müssen. Aber ich fand, tatsächlich war MODOK gut gelöst. Das Einzige, was mich an MODOK ein bisschen gestört hat, ist tatsächlich, dass sie ihn einfach abgesägt haben und dass er am Ende gut geworden ist. Dass er quasi einfach nur gesagt hat, okay, ich soll kein Arsch mehr sein, okay, ich bin kein Arsch mehr. Das fand ich nicht so cool. Ich fand es lustig, dass sie am Ende noch diesen Gag gemacht haben von wegen, ja, du warst wie ein Bruder für mich und sowas. Okay, was? Nein. Der Humor von Ant-Man kam hier dann doch an vielen Stellen noch gut rüber. Das fand ich auch sehr schön. Sie haben es nicht übertrieben. Es war nicht zu viel Humor. Es waren nicht zu viele Gags. Gerade an den ernsten Stellen blieb auch alles ernst und das war auch sehr gut. Sie haben das nicht so umgeworfen, sondern wirklich an den passenden Stellen Gags eingebaut, was ich sehr schön fand. Forbidden Kirby, ja, mit den 1000 Löchern. Also, ja, ich habe Löcher. Fand ich unglaublich witzig. In dem Moment war das gut. Und dann direkt wieder ins Ernste. Das war schön. Es war ein guter Ausgleich für eben die ernsten Stellen in diesem Film. Es war nicht übertrieben. Aber wie gesagt, MODOK, hätte man mehr draus machen können. Ich bin gespannt, ob MODOK nochmal wiederkommt in einer Variant, dass es eben nicht Darren Cross ist, sondern eben eine andere Variante davon, die vielleicht ein bisschen runzliger ist, ein bisschen hässlicher ist und dann wirklich auch mit AIM und der ganzen Geschichte zu tun hat. Oder ob MODOK jetzt damit abgehakt ist und er quasi das gleiche Schicksal wie so einige MCU-Bösewichte ihn trifft. Und eigentlich können wir da auch schon wieder den nächsten Schritt zu dem nächsten Punkt machen, das CGI. Ich verstehe nicht, wie Leute sich darüber großartig aufregen können. Wenn du in den Film gehst, Ant-Man the Wasp: Quantumania, und du hast auch nur das Poster gesehen, okay, sagen wir, hast vielleicht ein bisschen was vom Trailer musst du vielleicht noch gesehen haben. Es kann natürlich sein, wenn du jemand bist, der sich gar nichts anguckt, keinen Trailer, keinen Poster, du erwartest einen Ant-Man-Film wie Ant-Man 1 und Ant-Man 2 und dann gehst du rein und es ist ein CGI-Film, der komplett fiktional und Fantasy ist, dann bist du vielleicht ein bisschen irritiert. Ich verstehe nicht, wie unfassbar viele Leute, die auch Filmkritiker sind und sowas, den Trailer gesehen haben, die ganzen Sachen gesehen haben und in den Film gehen und sagen, warum ist denn das alles Greenscreen und CGI? Ich verstehe nicht, was der Anspruch ist. Zugegeben muss man sagen, diese Leute, das ist deren Job, die müssen den Film gucken, die wollen den vielleicht gar nicht gucken, sondern müssen den gucken. Das kann man vielleicht noch als Erklärung ranziehen, dass es halt schon generell so eine etwas negative Grundeinstellung ist, weil man sagt, ich mag das eigentlich gar nicht, wenn so viel CGI ist. Ich mag den Overviews von der Volume-Technologie nicht. Man sollte das präziser einsetzen, gezielter einsetzen und nicht so viel einsetzen wie in diesem Film. Ich verstehe, warum man solche Einstellungen hat und solche subjektiven Meinungen hat, dass man das nicht mag und dann eben sagt, das fand ich an diesem Film doof, weil das war viel zu viel CGI. Gleichzeitig möchte ich da aber in den Raum werfen, das ist der Film. Der Film spielt im Quantum Realm. Der Film spielt an einem Ort, wo Physik, Zeit, Naturgesetze nicht existieren, wo Dinge einfach fantastisch sind und wo Dinge fantastisch dargestellt werden müssen. Und das geht nun mal nur über CGI und über solche Technologie wie eben das Volume und Co. Und wenn man darauf achtet,
dann sieht man es natürlich. Vor allem, wenn man weiß, wie es funktioniert. Der Otto-Normal-Zuschauer wird sich nicht da reinsetzen und sagen, jetzt sieht man aber die Kante da unten vom Volume, jetzt bin ich ja total rausgerissen, weil jetzt sehe ich nur noch, wie die da in einem Raum mit LED-Screens stehen. Das wird der standardmäßige Zuschauer nicht tun. Ich weiß auch, wie die Technologie funktioniert und ich habe auch in den ersten Szenen genau die Kante gesehen und genau gesehen, da läuft der Bogen lang von der Wand. Aber in dem Moment, wo ich mich auf den Film eingelassen habe, habe ich das eben nicht mehr gesehen. Und das ist eben einfach ein wichtiger Punkt. Man muss in solche Filme reingehen und sich auf den Film auch einlassen. Ihr könnt nicht von vornherein sagen, alles sieht scheiße aus in CGI, ich hasse CGI, ich will keine Volume-Technologie sehen und euch dann in Ant-Man and the Wasp Quantumania setzen und meckern, dass ihr genau das bekommt, was der Film im Trailer, in den Postern und überall verspricht vom ganzen Konzept her. Das funktioniert nicht. Das ist wie sich in ein Restaurant setzen, eine Bolognese bestellen und sagen, warum sind denn da Nudeln und Tomaten dran? Was soll denn das? Und ihr merkt, ich gehe jetzt schon immer mehr auf die negativen Sachen ein, das will ich ja eigentlich gar nicht so viel machen. Meiner Meinung nach war das CGI wirklich schön, war wirklich gut. Sicherlich gibt es einige Sachen, die vom Stil her vielleicht nicht für jedermann sind. Vielleicht war der Glibbermann ein bisschen zu glibberig, vielleicht war Modoks Gesicht ein bisschen zu gestretched, nicht schön detailliert genug, vielleicht hätte es ein bisschen mehr Falten und Runzeln oder Narben und Verbrennungen von seinem, quasi von seinem Unfall geben können, um ihn noch ein bisschen mehr rauszuziehen. Das hätte man vielleicht alles machen können. Ja, Designentscheidung, wie auch immer. Aber ich finde, insgesamt sah der Film gut aus. Die Effekte sahen gut aus. Die Machart war gut. Ich fand den Ablauf sehr schön. Vor allem dann auch die Sache mit den ganzen Ant-Man-Variants fand ich sehr hübsch, sehr schön gemacht, sehr Fantasy-like. Ich mochte die ganzen verschiedenen Wesen, die wir da gesehen haben. Der Brokkoli-Mann zum Beispiel oder auch die anderen. Und das muss man ja auch dazu sagen. Das ist eigentlich auch ein Credit, den ich hier jetzt noch gar nicht gesehen habe. Es gab sehr, sehr viele reelle Masken. Ja, viele von den Aliens, man hätte noch viel mehr CGI benutzen können für die tatsächlichen Kreaturen, aber die waren dann doch an den meisten Stellen, bis auf vielleicht den Brokkolimann und den Glibbermann, aber die waren an den meisten Stellen dann doch tatsächlich zu einem Großteil Masken, die vielleicht ein bisschen nachretuschiert wurden mit CGI, aber die nicht voll CGI waren. Und das, finde ich, ist auch Credit wert, dass auch die Maskenbildner hier ordentlich reingeballert haben. Das Kostümdesign war auch fantastisch. Wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt vorher mit Kangs Kostüm, das ich wirklich fantastisch finde. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viele Sachen weiter zu sagen zu diesem Film. Ich finde, er ist ein perfekter Start in die Phase 5 des MCUs. Er hat perfekt das getan, was er sollte, und das, was er tun sollte, war Kang den Conqueror einführen, und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und wie ich das vorneweg auch schon gesagt habe, er ist vielleicht gestorben, aber eine andere Variante wird seinen Platz einnehmen und wir sehen, wie viele verschiedene Varianten es gibt. Wie gesagt, wir gehen die Post-Credit-Scene in einem anderen Video morgen nochmal genauer durch und dann auch die zweite Post-Credit-Scene, die mit Loki zu tun hat, gehen wir nochmal genauer durch. Da will ich jetzt heute gar nicht so wirklich viel drüber reden. Das Einzige, was ich dazu auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, ich erkläre euch in dem Video morgen dann genau, wen ihr da seht, warum die so wichtig sind und welche Rolle sie in Zukunft spielen werden und welche Rolle sie in den Comics gespielt haben und warum eben diese Rolle so wichtig ist und warum das auf die Storyline auch schon von dem Fantastic Four Film sowie potenziell auch zukünftige Iterationen von den Young Avengers darstellen könnte oder warum das darauf hinausläuft. Ansonsten möchte ich nochmal kurz an die Leute appellieren, die den Film nicht mochten. Und es ist vollkommen okay, ja? Und vielleicht sind da auch Fans dabei, das will ich gar nicht sagen. Ich kann das ja nicht einschätzen, ich kenne die ja nicht alle. Und selbst wenn ich sie grob kenne, ist es nicht so, dass ich wüsste, ob sie jetzt Comic XY gelesen haben und riesen Fans davon sind und einfach nur enttäuscht mit der Darstellung des Films davon sind. Das kann ja alles sein. Meiner Meinung nach ist aber unglaublich wichtig, vor allem für Kritiker, dass man sich da nicht drauf versteift, dass man den Film bewertet, wenn man sagt, ich mochte den Film nicht, deshalb. Ich kann das nachvollziehen. Wie gesagt, habe ich auch schon gepostet, mehrfach und auch schon zu den Leuten selbst gesagt. Ich kann nachvollziehen, warum Nerdkultur sagt, was die Punkte sind, die er nicht mochte. Ich verstehe absolut, woher er kommt, was er sagt aus seiner Perspektive, warum er die Sachen, die er nicht mochte, nicht mag. Ich sehe es nur komplett anders. Meiner Meinung nach sind viele von den Sachen, die sie kritisieren, die Kritiker kritisieren an diesem Film, sind tatsächlich Stärken meiner Meinung nach des Films, die ich sehr gut fand. Und andere Punkte sind einfach Sachen, wo ich nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel dieses Ding mit dem CGI und dem Volume ist halt so, ja, okay, ich weiß nicht, was man erwartet hat, so bei Quantumania. Ich habe
mich halt drauf eingelassen und ich fand, es sah jetzt nicht schlimm aus. Ich verstehe das immer nicht so ganz, wie man das als einen objektiven Kritikpunkt an einem Film sehen kann, wenn einfach CGI verwendet wird schon allein. Das ist ja oft schon mal, reicht ja bei vielen Leuten schon als Kritikpunkt. Unterm Strich würde ich mich freuen, wenn Leute, die einen Film nicht mögen, und das sind sicherlich auch viele Leute unter euch, die jetzt in die Kommentare schreiben, ich fand den Film scheiße, deswegen, deswegen, deswegen. Wenn ihr einfach sagt, ey, deswegen fand ich den Film schlecht, aber es ist cool, dass du den mochtest, ich find's schade. Das war zum Beispiel das, was Dopo gemacht hat. Ja, Dopo hat den Film bewertet, Dopo hat geschrieben, er fand den Film nicht gut. Als ich dann gepostet habe, ich fand den Film richtig gut, hat er gesagt, ach krass, ja, freut mich, dass der Film dir echt gut gefallen hat. Hat er mir eine sehr liebe DM geschrieben und hat gesagt, freut mich echt, ich verstehe es nicht, weil ich fand den Film schlimm, aber freut mich für dich, dass du den Film mochtest. Und das war's. Man muss nicht 15 Jahre lang sich jetzt auf diesen Film aufreißen und sagen, ah ja, aber das ist alles scheiße, sondern ey, guck einen Film, find einen scheiße, geh weiter. Nächste Woche kommt der nächste Film, mach eine Review dazu, find den vielleicht besser, find ihn genauso scheiße. Dann kommt der nächste Film und der nächste und der nächste und der nächste. Man muss sich nicht jetzt ein halbes Jahr lang auf Quantumanias Volume, CGI, Storyline, was weiß ich, aufhängen und in 1000 verschiedenen Postings jeden Tag posten, dass man das alles scheiße findet. Meiner Meinung nach. Das gilt übrigens auch für alle anderen Kommentarsektionen. Ich möchte bitte niemanden sehen, der Abonnent von mir ist und bei Moviepilot oder wem auch immer, Moviepilot fand ja in dem Fall den Film sogar ganz gut, irgendwelche Scheiße drunter schreibt. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Lasst uns doch mal ein bisschen mehr Positivität hier in die ganze Sache reinbringen. Lasst uns doch mal ein bisschen weniger die verschiedenen Fronten verstärken und sagen, das ist alles scheiße und das ist alles gut und du bist scheiße, wenn du das gut findest und du bist scheiße, wenn du das scheiße findest, sondern einfach den Fokus mal darauf setzen, ein bisschen positiver damit zu sein und eben so, wie Dopo das zum Beispiel gemacht hat, schreiben, hey, voll cool, dass du den Film mochtest, ich mochte ihn nicht so gut, ist halt so. Und wir sind trotzdem happy und Freunde und alles. Und es ist auch mit den übrigens den ganzen anderen Leuten, Nerdkultur und ich haben auch schon darüber geredet, dass wir mal einen Podcast machen wollen, wo wir über solche Geschichten reden. Und dasselbe ist mit Moviepilot, da habe ich auch schon mit dem ein bisschen gequatscht, dass wir gerne mal was zusammen machen wollen in Zukunft, ein Stream oder irgendwie sowas, wo wir ein bisschen quatschen. Also Leute, tut nicht immer so, als ob hier irgendwie ein Krieg herrscht zwischen Leuten, die Filme mögen und Filme nicht mögen. Das existiert nicht, das ist alles erfunden und fiktiv und kompletter Quatsch. Lasst uns doch zusammentreten, darüber reden, warum Teile an Filmen vielleicht für uns nicht so toll waren und andere Sachen wieder richtig geil waren für uns und vielleicht den Leuten schmackhafter machen, warum ein Film vielleicht gar nicht so schlecht war, wie man ursprünglich dachte und so weiter und so fort. Ohne Aggression, sondern einfach durch Positivität. Das würde mich sehr freuen. An der Stelle danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und das kommt morgen und bis dahin sage ich Rinjaon. Oh Gott, oh Gott.